So. Ja, was soll ich sagen? Wir kommen zurück, ne? Gut, die ganze Scheiße kann ich erstmal komplett löschen. Das wird so nix. Sondern ich muss wirklich Roundtrip bauen, wie ich es bei mir im AK, beim AKW gemacht habe. Das heißt, die ganze Scheiße, ich kann das mal weg. Warum bin ich so langsam? Ah, guck mal. Da kommt sogar gleich mein AKW. Ob ich wohl in den einen Berg da reingebaut habe? Mal gucken. Weil du müsstest jetzt gleich zum Berg kommen. Ah, doch. Ah, nee, hier endet es schon. Schade. Ich dachte, ich bin da hinten im Berg drin. Na gut. So, zwei. Und jetzt ZR. Ja, let's go. Spawn. Bin ich ungefähr 5 Milliarden Mal schneller. So. Okay. Hier war der Anfang allen Übels. Perfekt. Ja, wie machen wir es am dümmsten? Gut, egal, ist egal. Ist sowieso nicht da, es sieht nur so aus, vielleicht wenn es da wäre. Guck mal hier. Hier sind sogar noch die ganzen roten Punkte da überall zu sehen. Ah, krasser Scheiß. So. Jetzt überlegen. Wir brauchen einen Roundtrip. Das heißt, wir bauen es letztendlich genau so, wie ich es bei mir in meinem Dings hatte. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war das? Wir brauchen erstmal einen Grundblock, wo ich überhaupt was anbauen kann. Scheiße. So. Perfekt. Jetzt kann er wieder weg. Verdammt. So. Also, das Schöne ist, dieses Konzept von dem Roundtrip ist wesentlich einfacher zu bauen. Es ist wirklich viel einfacher zu bauen. Also, einfacher heißt jetzt nicht schneller, sondern nur übersichtlicher. Also im Sinne von, dass man kleinere Strukturen hat, die dafür halt häufiger vorkommen. Ne, hast du bei meinem Server gesehen, bei dem Dingsabums da, dass wir da eigentlich immer nur einen Ofen haben, ein Ding rein von der Hauptleitung, ein Ding raus zur Hauptleitung und das war's. Dann hast du bloß noch die Hauptleitung, die verbindet einfach alle miteinander und das war's. Mehr hast du nicht. Von daher ist das natürlich technisch gesehen wirklich das Einfachste. So, jetzt kriegt der direkt den Taktgeber. Der bekommt ein so ein Dings. Achso. Ein so ein Dings. Ein so ein Dings. Der bekommt auch ein Signal. So. Mehr Signale brauchen wir nicht. So, dann haben wir jetzt einmal eine Ausgabe. Jetzt brauchen wir tatsächlich auch diese beiden Richtungspipes. One-Way-Dinger heißen die, glaube ich, ne? So. One-Way. Ja. Aber wie baut man die? Wie habe ich die früher gebaut? Ich ja mal gespannt. Ach ja.
Achso, siehst du? Für die, die sich schon immer mal interessiert haben, was passiert, wenn die Dinger hier kaputt sind. Oh, ich habe ja hier gar keine Rüstung. Dann mache ich mal Gott-Scott-Mode. So. So, für die, die sich gewundert haben, was passiert, wenn man hier, ne? Bam, bam. Achso, ja. Wow, ist ja mit Sound. Das Wasser raus. Okay. Ach so, mit dem Kabel. Oh, jetzt kam schon vielleicht schon weg. Oder? Ah ne, hier ist das Kabel. Zum Glück ist der Sound überhaupt nicht nervend, ne? Mehr Sirene kommt nicht? Das war's schon. Oh. Viel mehr passiert da nicht. Das eigentliche Problem dabei ist eher die Radioaktivität. So, egal, was ihr gucken wollt, ist das hier. Hier habe ich das, hier habe ich das dran und dann habe ich direkt die Dinger dran. Ne? Aber wieso setzt das denn bei mir nicht hin? Ist doch genau richtig. Das Ding und da drin sind und da dran sind direkt diese One-Way-Dinger. Gut, weißt du was? Dann, oh, es kriegt doch durch. Ah, okay. Bin mal gespannt, ob es auch bei dem Stahl irgendwann durchgebrochen ist. Mach mal irgendwie Laune. Oh, guck mal, die Dinger droppen richtig. Ich dachte, die verschwinden einfach. Oh ja. Okay. Das heißt, der Stahl dürfte auch irgendwann gedroppt sein. Wer hier dieses Konkret droppen soll. Kommt da noch was? Gucken wir mal später. So. Bam. So. Wir sind da. Mal gucken, ob uns hier die Radioaktivität erreicht. So. Wir haben. Genau, wir haben diese Dinger, aber die verbinden sich halt nicht. Und das ist halt die Frage, warum nicht? Was haben wir ihnen getan, dass sie sich nicht verbinden? Ach, jetzt so. Hä? Okay, der ist falsch rum. Wir brauchen aber auch nur einen. Wir machen trotzdem mal sich das aber. Ach so, weil er sich auch immer so dreht, wie wir stehen. Ah, wow. Ach, Leute. So, okay, das heißt, das ist so schon mal richtig. Es wäre cool, wenn da hinten jetzt ja hier so ein richtiger Atompilz entsteht. Einfach so. Ich meine, das sind immerhin vier Atomkraft. Atom-Dingser, die da halt gerade vor sich hin machen. So, damit haben wir schon mal die Pipe, die raus. Achso, da können wir die Blume gar nicht hinstellen, weil das. Ach so, was mache ich eigentlich? Der vordere braucht gar kein Taktsignal. Ist ja nur der hintere, der Taktsignal braucht. So, reicht da vollkommen aus. Ebenfalls hier geht ja der Stuff rein. Hier brauchen wir nämlich jetzt diesen Lua-Controller. Kommt da gerade ein Sound? Ich hab gerade irgendwas Komisches gehört. Ah, vielleicht wieder meine Bluetooth-Verbindung zu den Kopfhörern. Oder kommt da was von dem Atomkraftwerk? Oh. Höre ich schon in meiner Funkverbindung die Radioaktivität? Ich sag mal so, da hinten hast du auf jeden Fall keinen Handyempfang mehr. So, hier ist nämlich jetzt das Prachtstück.
So, mal überlegen, warum ist da überall ein Ausgang? Ach, ist ja ein Mikrocontroller. Ja, das war falsch. Ich brauche keinen Mikrocontroller. Ich brauche, wie heißt denn das Ding? Pipe. Wie hieß denn das Ding? War doch dieses miese Ding. Ups. War das das Ding oder? Müsste das Ding hier gewesen sein, richtig? Ich glaube ja. Ja, das ist es. Genau. So. Und hier haben wir jetzt einfach nur das Ding dran. Und das Ding dran. Okay, das heißt, das ist schon mal ein Segment. Das Segment braucht das plus noch Strom. So, und bei Strom, wieder das gute alte, mache ich mir alles auch wieder einfach. Ich baue einfach hier nach vorne so ein Ding und dann packe ich da ein paar Solarzellen drauf und fertig. Diesmal haben wir immer nur ein von den Dingern. Das heißt, ein paar Solarzellen sollten reichen. Ich mache aber noch eine Lücke hin, damit ich das Ding besser im Blick habe. Beziehungsweise, weißt du was, ich mache das Ding sogar ein bisschen nach unten. Dann sehe ich die Zentrifuge direkt. Das heißt, hier kommt noch ein Kabel unten ran. Und dann, so. Ja. Weg mit dir. So. So, haben wir schon. Da. Wir brauchen dich einmal. Ab jetzt kannst du weg. Wir brauchen. Nein, wo sind die Solarzellen da? So. Leider sieht man hier nirgendwo, wie viel Strom die Dinger brauchen. Hätte man ruhig hier mit reinschreiben können. Ja, sowas wie braucht unter Last so und so viel Energieeinheiten. Ich meine, gut, dadurch, dass es nur eine ist, kann ich jetzt einfach hier wieder mit ein bisschen das reinschmeißen. Genau. Ja, ist natürlich. Verdammt. Brauchen wir wieder dieses 0,7er. So. Wie viel brauchst du denn? Du brauchst 8000. Wir haben 1000. Das heißt, wir brauchen noch. So ist einer zu wenig, ne? Ja. Perfekt. Das sieht gut aus. Okay. Da, 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 da. Okay, eigentlich war es das schon. Das ist die gesamte Anlage. Wobei sie macht nichts. Müssten die Sachen jetzt nicht hinten rausgedrückt werden? Hallo Blume, was ist los mit dir? Amanakholm. Oder muss ich da eine Mesekon-Verbindung haben? Das heißt, wenn ich jetzt das Mesekon einfach hier so raufklatsche, bopp. Ja, jetzt funktioniert's. Ja, das ist wieder typisch Mesekon-Logik. Weil ich weiß nicht. Okay, das ist irgendwie cute. Doink. Vor allem, wie es da bis dahin so langsam denn doink so rausgeschossen kommt. So ein bisschen langsam und dann bumm. Schnell. Das ist irgendwie cool. Boink. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ja, okay, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ja, genau. Das heißt, ab jetzt ist die Anlage fertig. Also, was wir natürlich machen müssen, wenn die Anlage fertig, also wenn alles kopiert ist, ist, dass wir hier jetzt noch die Dinger einsortieren. Bei den entsprechenden Dingern, ist klar. Und das wird ein echt hässlicher Job, wenn wir mal ehrlich sind. Was ich aber schon mal machen kann, ist das so machen, dass die Ausgabe von Schwarz und Gelb aktiviert ist. Und vorsichtshalber mache ich erstmal bei Gelb. Gelb ist das? Genau, bei Gelb erstmal hier so ein Ding hin, weil das dann später das ist, was ausgetauscht wird. Das heißt, jetzt erstmal würden alle, die hier rauskommen, bei Schwarz reingehen. So, das Ding muss ich jetzt ein paar Mal kopieren.
Eigentlich wäre es sogar sinnvoller, damit es sich leichter kopieren lässt, das so den abzubauen. Bam. So. Okay. Erst, wieso kann er zurückgehen, wenn da. Ah, okay. Verstehe. Normalerweise sollte er hier gar nicht rausspringen können. Das Problem ist, er kann nur nach. Also, die Logik ist, also, ne? Er kommt hier raus, er sieht, nach da kann er nicht, weil der auf der anderen Seite ist. Also versucht er in die Richtung zu gehen. Das funktioniert, weil er kann. Und erst wenn er hier durchgeht, merkt er, okay, in die Richtung kann er gar nicht, weil das Rohr kein Ende hat. Aber zurückgehen kann er auch nicht, weil das Rohr One-Way ist. Und deswegen wird er dann hier auf einmal auch rausgeschossen. Das heißt, wenn wir hier rausgehen, dann merkt er schon hier, okay, er kann nicht weiter, versucht hier schon zurückzugehen. Er merkt aber auch, er kann eigentlich nicht, weil er ihn wieder zurückschicken möchte. Und durch dieses Hin- und Herpendeln fällt er dann hier einfach raus. Weil er hat nur zwei Eingänge. Hier kann nur reingehen, weil er One-Way ist. Und hier kann es auch nur reingehen, weil er auch One-Way ist. Das ist natürlich intelligent gelöst. Umweltverschmutzung. So, egal. Jetzt ist die Anlage auf jeden Fall genau drei breit. Das heißt, jetzt müsste ich sie perfekt kopieren können. Also stacken können. So. Ungefähr, ich weiß, ein zu tief, egal, apropos. So. Okay. Eine Technik, sage ich euch. Vom Feinsten. So, das müsste ich jetzt perfekt stacken können. So, der Stack-Befehl war in Z-Achse. Ich mach mal. Achso, siehst du, gehen noch negative Zahlen? Ja, genau. So, das heißt, wir brauchen ungefähr, was hatte ich gesagt? 500, ne? Das heißt, minus 250. Ja. Und 250. Ja. Was? Da, genau. Ja. So. Mist, er verbindet die nicht automatisch. Hier unten hat er verbunden, weitestgehend. Sieht zumindest so aus. Oh. Da ist nichts mehr drin, ne? Nee. We need more dust. So. Ja, die hat er verbunden. Aber hier oben nicht. Okay, das ist blöd. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Das heißt, ich muss hier die alle manuell nochmal setzen. Indem ich einmal so mache. Gut, das heißt, welcher war der, der funktioniert? Der hier war der, der funktioniert. Okay, das heißt, bei dir nehme ich das nochmal ab. Und dann stecke ich das Ganze nochmal. So, jetzt sollten alle. Genau, jetzt haben alle das Ding nicht mehr. Das heißt, jetzt kann ich überall. Ah, ist das eine lange Reise. Die Sache ist halt, ich muss halt sowieso zu den Enden, weil ich sehe auch gerade, der macht die ganzen Blumen alle gar nicht, ne? Die Blumen machen alle gar nichts. Oh mein Gott. Na gut, ich muss eh gleich nochmal zurückfliegen.
So, gleich müssen wir da sein. So, denn hier ist auch noch ganz wichtig, wir müssen den Kreis abschließen. Das heißt, hier an der Stelle müssen wir jetzt einmal so, einmal so, einmal so und einmal so machen. Erst jetzt haben wir einen geschlossenen Kreislauf. Also, auf der anderen Seite müssen wir was natürlich auch machen, ganz klar. So. Freue mich jetzt schon drauf, hier die ganzen Dinger zu machen. Das wird ein Spaß. Gott, sind wir alle froh. So froh. Ah, nee, geht nicht. Schade. Ich dachte, ich kann einfach gedrückt halten. Obwohl, wenn ich so mache, dann müsste es eigentlich funktionieren, ne? Ja, so funktioniert. Nein, nicht ganz. Ah, doch. Ah, nee, doch nicht. Verdammt! Baut er jetzt oder baut er nicht? Der baut nicht. Ach, Leute. Muss ich immer manuell klicken. Oh. Verdammt. Verdammt. Das ist ja nervend aufreibend. Sind zum Glück nur 500. Da geht das ja noch. Tja, jetzt wäre ein bisschen Musik cool, gell? Wobei, siehst du, ich kann ja direkt so machen. So sehe ich wenigstens gleich, ob ich alle verbunden hatte. Ach so. Ah, nee, so kann ich nicht machen. Weil er ein Arschloch ist. Gut, dann mache ich das am besten von der anderen Seite aus. Oh, alle Blumen weg. Alle Blumen weg. Was ist hier los? In so regelmäßigen Abständen sitzt du noch da. Diese Sache ist gecursed, ich sag's euch. Was ist ja verrückt hier. Ich glaube, bei dem Video muss ich vorher so eine Epilepsiewarnung einblenden lassen. Ach so, weil ich schneller reise, als er abbauen kann. Deswegen. So, also immer mal ein bisschen Slowdown hier zwischenzeitlich. Dann sollte es klappen. Bin verwirrt, ich dachte, uns kriegt hier direkt die Radioaktivität, kommt uns hier. Oh, guck mal, jetzt haben wir reingebaut. Yay! Mein Gott. So, jetzt mal gucken hier. Das ist da, da, da. So. Und jetzt können wir aber hier von der Seite aus das besser bauen, ne? Ich glaube nicht.
Wo ist denn mein Jahr? Der ist. Verdammt. Also besser als 0,2 kriege ich es nicht hin. Guck. Da kam auch gerade schon hier die ersten Dinger entgegen. Oh mein Gott. Eigentlich müsste ich sowas direkt als Livestream machen, ne? Wieso ist eigentlich hier mit dem Reaktor los? Warum kriege ich eigentlich keinen Schaden? Oh. Da hinten schlägt es durch. Das ist nicht gut. Gibt es eigentlich sowas wie einen Geigerzähler? Ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Na gut, wenn ich jetzt hier nach Technik-Mod suche, finde ich halt alles. Muss mal ganz kurz gucken, wie das im Englischen heißt. Ja, doch, genau gleich, Geiger. Ja, aber gibt's nicht. Schade. Ich müsste doch langsam radioaktivisiert werden. Ah. Hat jetzt lange gedauert. Also ich weiß, ich bin jetzt auch schon radioaktivisiert, ne? Aber ich nur nicht so stark, dass ich direkt Schaden bekomme, sondern das dauert ein bisschen. Aber ich dachte, ich bin jetzt hier schon lange in dem Bereich. Können wir hier locker hingehen und hier normal alles bewundern. Ach ja, hier war noch meine alte Mechanik mit den Türen, die immer auf und zu gegangen sind. Oh Gott, das waren Zeiten. Ja gut, let's go. So. Mein Gott. Oh, jetzt brauche ich noch Hunger. Essen. Achso. Also, vielleicht noch umpacken. So. Sollte passen. So, 0,1. Kann ich die immer missen, Alter? Ja. Oh man, wir haben so viel vor uns. Ja. Diese Dinge machen es echt nicht einfacher. Das hilft doch ja nicht. Ja, nee, so bist du Gaga. Vor allem bringt halt auch keine Vorteile. Kannst du so im Tunnel machen? Musst du richtig im Tunnel sein. Brauchst du musst in diesen Tunnel aufgehen.
So. Wir sind schon bei 360. Wir müssen Uffi bis. Gute Frage. Also, wir müssen auf jeden Fall in den negativen Bereich. Weiß jetzt noch nicht mal, wie weit wir da noch rein müssen. Aber ich schätze noch ein ganzes Stück. Ich sag mal so: mindestens bei minus 750 ist Schluss. Was mich halt wundert, ist das hier ein anderer Block? Okay, das ist Typ 3. Können wir nicht einfach hier die gesamte Luft mit nur mit Typ 3 ersetzen und würde das denn funktionieren? Oh mein Gott. Ich sehe gerade, die Dinger, die hier sind, genau falsch rum. Sie sind standardmäßig an. Und wir haben zwei ausgeschalten. Es hätte genau andersrum sein müssen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich schaff das nicht mehr. Das ist ja hier. Das ist ja schon mehr als Mobbing. Oh, ich dachte, ich kann drauf laufen. So, perfekt. Wobei ich damit auch nicht viel schneller werde. Ach, verdammt. Okay, das ist die Familie, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das so sterben, ja. Das war das Kacke. Aber gut, ich glaube, ich kenne schon einen Trick, wie wir das machen können. Aber dadurch, dass jetzt hier auf beiden Seiten was ist, müsste es doch reichen, wenn ich den jetzt hier verändere. Hier nochmal alles rausnehme. Hier das umschalte und dann den stecke, oder? Das müsste doch dann ganz genau richtig sein. Da muss ich zwar immer noch überall die Blumen manuell platzieren, weil er das, also ist ein Mesekon und er markiert, also World Edit weiß natürlich nicht, dass er die Blöcke auch noch in die Datenbank von Mesekon aufnehmen muss. Mesekon kennt World Edit ja gar nicht. Also andersrum, World Edit kennt Mesekon nicht. Ja, komisch. Ne, von daher ist das halt noch so eine kleine Problematik. Das heißt, die Blumen müssen wir alle noch manuell setzen. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das wird. Aber da haben wir damit zumindest schon mal die gesamte Pipe. P-p-pipe. So, gucken wir mal hier. Also, schwarz ist aktiv und lässt alles durch. Weiß, gelb ist aktiv. Und ja, da müssen wir dann halt natürlich auch bei jedem ran, aber das geht tatsächlich. Weil wir das ja machen können, während die Anlage denn schon läuft. Ne? Das wird ja, das ist ja praktisch. So. Jetzt ist nur die Frage. Genau. Stack in Z-Richtung. 500 Mal. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt 251 Kopien, 501 Kopien, aber ist halt so. Wir müssen ja nicht alle benutzen. Let's go. Yes. So. Jetzt müssen doch alle leer sein und hier muss jetzt alles verbunden sein. Richtig? So, wo war das erste Loch? Man muss ja gleich kommen. Okay, ja, schon alles verbunden. Ja, okay. Ist also alles verbunden.
Da findet es wirklich bloß noch die Blumen. Und hier kann ich zum Glück einfach genau so machen. Was ist das hier? Was war das gerade? Befehlsausführung brauchte? Achso. Von World Edit. Die Stats. So, jetzt muss ich jetzt genau 90 Grad haben. Perfekt. Oh. Nicht perfekt genug. Aber. Ah, ist ja schön, so durch die Welt zu gondeln. Hat schon was. Aus der Perspektive sieht man die Wölzens eher selten. Ich will sagen, gar nicht. Boy. Okay. Bis zur nächsten Folge.